So, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Moin aus Cuxhaven. Heute mit einer neuen Kamera. Ich hoffe, das klappt alles sehr schön. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid. Wir wollen es mal ausprobieren. Ein neuer Biertest ist angesagt. Und ich hatte es das letzte Mal ja schon mal so ein bisschen angekündigt, dass ich mich weiterhin auch um die Mönchshof-Brauerei kümmern möchte. Ganz genau ist es eigentlich die Kulmbacher Brauerei. Das kam das letzte Mal gar nicht so richtig rüber. Ich hatte nur gesagt, dass die in Kulmbach zu Hause sind. Aber Mönchshof ist eine von mehreren Abteilungen, möchte ich es mal nennen. Brauereiabteilung der Kulmbacher Brauerei. Und die machen da ganz, ganz tolle Sachen. Vielleicht kann sich der eine oder andere sogar noch von euch an die Kulmbacher erinnern. In den 1990er Jahren, wenn ich mich nicht irre, war das bei RTL, bei Sat.1 war das ganz genau. Da gab es nämlich immer die Kulmbacher Filmnacht oder einen Filmabend. Da gab es dann drei Filme am Stück. Thomas Gottschalk hat das Ganze damals moderiert. So hat sich die Brauerei eigentlich einen Namen gemacht. Und Mönchshof, vielleicht erinnert ihr euch an mein letztes Video, die machen sich so langsam einen Namen mit fast in Vergessenheit geratenen, Bieren, Biersorten. Deswegen kümmern wir uns, nachdem wir uns das letzte Mal um das historische Märzen gekümmert haben, heute um eins, das habt ihr möglicherweise noch nie gehört, mir ging das so, ich habe das wirklich tatsächlich, obwohl ich gerne Bier trinke und seit vielen Jahren eigentlich mein Wissen, mein Horizont immer so ein bisschen weiter erweitert habe, habe ich das noch nie gehört von einem Zeugel. Ja, heute geht es um den Zeugel, das heißt also wirklich der und nicht das Bier, also das Zeugel, sondern der. Und das ist ein untergäriges Bier, das vor allem in der nördlichen Oberpfalz verbreitet ist und einen ganz interessanten Hintergrund hat. Das wird nämlich eigentlich von Privatpersonen gemeinschaftlich gebraut. Wie muss man sich das vorstellen? Die Maische für den Zeugel wird im Kommunenbrauhaus gekocht und gehopft. Die gewonnene Würze nehmen dann einzelne Zeugelbrauer mit nach Hause und versetzen sie im eigenen Gärkeller dann mit Hefe. Und da natürlich jeder Zeugelbrauer sein eigenes Rezept irgendwie hat und auch anwendet, sind Schwankungen im Geschmack vom Zeugel und natürlich auch von Ortschaft zu Ortschaft total unterschiedlich. Und das macht das Ganze spannend, weil, müsst ihr euch vorstellen, das eigentliche Grundgerüst steht und drumherum entsteht trotzdem was Eigenes, was Neues. Das finde ich wirklich genial. Heute noch wird das traditionell tatsächlich immer noch so gemacht und mittlerweile nicht mehr nur von Privatpersonen, sondern tatsächlich auch kommerzielle Brauereien und natürlich logischerweise die Mönchshof- bzw. Kulmbacher Brauerei gehört natürlich zu denen, logischerweise, ist ja klar. Was noch ganz spannend ist, habe ich auf der Wikipedia-Seite gefunden zum Thema Zeugel, das Zeugel oder der Zeugel, das Bier, gehört tatsächlich zum immateriellen Kulturerbe Bayerns. Nun denn, ich zeige euch schon mal die Buddel, die sieht nämlich wieder Weltklasse aus. Eine richtig schöne Bügelverschlussflasche mit einem wirklich, also da haben sie sich Mühe gegeben, mit einem tollen Etikett. Schaut euch das mal an. Also wirklich herzzerreißend schön. Und auf der Rückseite, so wie sie es gehört, jede Menge toller Informationen. Also da könnt ihr zum Beispiel wirklich die Zutatenliste ganz vernünftig erkennen. Gut, ist jetzt weiß auf hellblau geschrieben, ist ein bisschen schwierig bei unserem Licht hier. Aber da steht echt eine Menge drauf. Auch Empfehlungen, wie man das trinken soll am besten. Ich verrate es euch ein bisschen. Möchtet ihr selber mal schauen, findet ihr alle Informationen natürlich wieder auf der Internetseite www.mönchshof.de. Kann man heute übrigens auch mit Öl schreiben. Also das geht ja seit einiger Zeit im Internet dann auch. Also Alkohol soll dieses Bier haben 5,4% Volumen, Stammwürze 12,3 Grad Plato. Der Bierstil ist natürlich, das habt ihr euch vielleicht möglicherweise schon gedacht, eine Art Zwickelbier. Also naturtrüb, naturbelassen möchte ich sogar sagen. Auch spannend. Es wurde original Mönchshof Manufaktur Malzmischung genommen und zwar die Zeugel, ich tue mich immer noch schwer mit römischen Ziffern, aber ich glaube, es soll 10 heißen und 16. Ja. 16 IBU soll das Bier bitter sein, das ist also eher relativ schwach auf der Brust, was den Hopfen
Wert wohl angeht, also den Bitterwert, 100% Qualitätsaroma-Hopfen, Hallertauer Perle und Saphir. Es wurde kein Bitterhopfen genommen und kein Hopfenextrakt. Top. Mit kaltvergärender, untergäriger Hefe aus eigener Reinzucht wurde das Ganze angestellt und auch spannend, das war beim historischen Märzen ja auch schon so, bei 1 Grad Celsius wurde das kalt gelagert. Zur Farbe kommen wir dann gleich, wobei unser Licht ist ja wieder, ihr wisst es, abends um diese Zeit ein bisschen schwierig hier. Es soll Bernstein hell sein, der Schaum soll elfenbeinfarben sein, das Aroma, ich hoffe, ich schmecke es gleich raus, Karamell, Nussig und Fruchtnoten beinhalten und einen weichen Malzkörper beinhalten. Die Mönchshofbrauerei empfiehlt dieses Glas in einem entweder 0,3 oder 0,5 Becherglas zu verköstigen oder zu trinken, zu genießen. Das haben wir heute nicht, sondern heute setzen wir wieder ganz normal unser Verköstigungsglas ein mit dem dünnen, wandigen Glas. Ihr kennt das mittlerweile. Und wozu es passt zum Essen, das verrate ich euch dann gleich. Man soll das Bier, das steht auf der Homepage dann auch nochmal drauf, vor dem Einschenken leicht schwenken. Was ist jetzt leicht schwenken? Ich mache es einfach mal so, ne? Also habe auch einige Beurteilen, Bewertungen schon gesehen im Internet, wo die Menschen auch gesagt haben, es soll wenig Sprudel, wenig Kohlensäure haben. Deswegen bin ich ganz guter Dinge, dass das Schwenken hier nicht so wahnsinnig auffällt. Bottle Cap gibt es ja nicht, logisch, ist wieder ein Keramik. Verschluss hier am Bügel und wieder dieser Aufkleber drauf. Also das finde ich eine richtig gute Erfindung. Da haben sie sich wirklich Gedanken und Mühe zu gemacht. Stark. Auf geht's. So. Hat nicht so wahnsinnig gefunkt. Aber ich will hier eh nicht so den Krach machen. Oh. Ja. Die Farbe überzeugt schon mal. Also was ich hier sehe, ihr Lieben zu Hause, ist tatsächlich, so wie es auf meinem Zettelchen steht, Bernstein hell. Guckt euch das an. Wahnsinn. So, jetzt wird meine Frau wieder grinsen. Ja, zwei Finger, komm hin. Die sitzt hier übrigens und amüsiert sich. Ja, heute gucke ich mal beim Video zu, dachte ich. Ah, Gott. Also wirklich, sehr schöne Farbe. Der Schaum, zwar fein, aber sehr arg am Arbeiten, der wird sich nicht so wahnsinnig lange halten. Guckt mal, da ist jetzt sogar nur noch fast nur noch ein Finger breit. Sprudel kann ich bei diesen Lichtverhältnissen so gut wie gar nicht erkennen. Das war jetzt nicht anders zu erwarten. Aber auch ihr, guckt, auch ihr werdet den nicht erkennen. Ja, es riecht also tatsächlich sehr, sehr süßlich. Könnte so tatsächlich in Richtung Karamell gehen. Verlockend. Also ich mag ja so süffige Biere. Das Märzen, das historische, ihr erinnert euch, oder guckt es im anderen Video nochmal an, fand ich tatsächlich ein bisschen zu süffig. Das könnte ein bisschen stärker sein. Mal gucken, was ich zum Zeuge sage. Auf euer Wohl. Im allerersten Antrunk habe ich tatsächlich leichtes Zischen auf der Zunge gehabt, da war ich ganz erschrocken. Das ging dann aber auch ganz, ganz schnell wieder weg. Macht aber nichts, weil dieses Bier hat einen richtig tollen ersten Eindruck bei mir erzeugt. Erinnert mich an frühere Zeiten, als ich als junger Mensch noch in einer Brauerei in Hamburg unterwegs war. Ich verrate jetzt keinen Namen, nee, aber das war so das erste Gefühl, was ich hatte. Es schmeckte wie so ein tolles, selbstgemachtes Brauereibier irgendwie. Ich muss einfach nochmal einen Schluck nehmen, um mehr zu sagen. Boah, wahnsinnig süffig. Eine leichte Würze.
dieses Prickeln, was man am Anfang hat und dann so schnell wieder weggeht, ist auch total faszinierend, finde ich. Das hat echt, also muss ich sagen, erzeugt in mir das Gefühl, da möchte man gar nicht aufhören zu trinken. Das schmeckt richtig toll, weil es eben süffig, süßlich ist und angenehmen Charakter hat er nicht so. Also es kommt keine Bitterstoffe im Nachgang. Einfach ein wohliges Gefühl, muss ich sagen, beim Trinken. Also nussig merke ich gar nichts. Früchte würde ich sagen, ja, sind irgendwie auch ein bisschen Fruchtaromen drin. Aber entscheidend ist für mich dieses wirklich sehr, sehr süßliche, ins Karamell gehende und unheimlich süffige, dass man gerne wirklich das Glas nochmal nimmt und nochmal einen Schluck nimmt. Also das ist ein Bier, das empfehle ich euch. Das wird eine gute Bewertung geben gleich. Ja, und dieses Gefühl mit der Brauerei, aus meiner früheren Zeit sozusagen, habe ich tatsächlich immer noch. Also das ist ja faszinierend. Hier nochmal die Buddel. Also Mönchshof Zeugel, der Zeugel, merkt euch, ne? Ganz spannend. Ja, die Manufaktur Kulmbach, Bayern steht hier noch. Und auf der Rückseite, wie gesagt, da könnt ihr gar nicht aus dem Lesen rauskommen, so viel steht da drauf. Sehr, sehr schön. Ja, wenn ich jetzt zu meiner Bewertung komme, dann habe ich so das Gefühl, das könnte eines meiner neuen Lieblingsbiere für die nächste Zeit werden. Furchtbar. Schmeckt echt toll. Da ist wenig zu verbessern. Es könnte ein kleines bisschen spritziger sein. Für meinen Geschmack war der Schaum auch ein Tick zu schnell weg. Ist aber logisch, wenn keine Kohlensäure drin ist, dann ist das mit dem Schaum natürlich auch schwierig. Aber der Geschmack überzeugt. Farbe und Optik des Bieres sowohl als auch der Flasche gefallen mir auch. Deswegen gibt es. Ich schwanke wie immer zwischen zwei Werten. Von 10 möglichen Punkten möchte ich diesem Bier, jetzt haltet euch fest, einen Punkt abziehen, also bleiben 9. Das ist doch mal eine Wertung. Ne? Jetzt ist Ina gerade sprachlos. 9 Punkte für dieses wunderbare Bier aus dem Hause Mönchshof. Und ich habe selber gerade festgestellt, das Video hat mich so verzückt. Ist länger geworden, als ich dachte. Aber ich hoffe, ihr seid dran geblieben, habt jetzt auch Gefallen dran gefunden. Kauft euch mal dieses Bierchen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Könnt ihr mal, wenn ihr wollt, kommentieren oder selber mal einen Test online stellen. Ich lasse mir dieses Bierchen noch gut gehen. Heute Abend ist Mittwochabend, der 17. März. Ich werde es mir gleich gemütlich machen mit ein paar Bierchen und der Champions League, die heute Abend stattfindet. Mal ein bisschen reingucken. Ich hoffe, ihr macht das auch so. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Das nächste Mal gibt es wieder einen Test aus der Lockdown-Box zum Probieren von Hoppeboy. In diesem Sinne, Cheers, bis bald. Cheers aus Cuxhaven.